Hallo und herzlich willkommen zu Tap Talk. Ich habe heute den Tom dabei. Na, da ist der Tom. Hallo. Und den Michi. Hi. Und wir machen heute ein Video und zwar gehen wir das TTM-Finale durch, vorab die Listen und die Spieler. Wir werden uns mit den Listen sehr kurz befassen. Dieser Tap Talk ist eine Sondersendung, das heißt, die wird ungefähr eine Stunde dauern, nicht nur eine halbe Stunde. Und wir werden uns dementsprechend kurz mit den Listen auseinandersetzen, weil Target Priority ja schon zwei oder jetzt kommt dann der dritte, drei sehr gute Podcasts dazu gemacht hat, wo sie sehr ausführlich darauf eingehen mit Spieler, wie heißt es, Interviews. Genau, die jeweiligen Spieler sagen dazu, was sie sich bei den Listen gedacht haben. Von dem her haben wir gesagt, wir brauchen das Ganze nochmal genau in der Ausführlichkeit durchkam. Genau. Wenn ihr das hören und sehen wollt, schaut auf die Tabletop Masters Seite vorbei. Da ist alles drin. Da schaut ihr einfach unten, schreibe ich einen Link in die Videobeschreibung, Tabletop Masters Seite. Da seht ihr auch die Spielerlisten und die Paarungen und ihr könnt euch die Podcasts anhören. Wir haben uns als Spezialisten, als Oberspezialisten den Michi geholt. Der Michi, du warst eigentlich mit TTM-Finale. Eigentlich hätte ich mitgemacht, ja. Genau, du wärst eigentlich dabei gewesen. Aber zeitliche Gründe leider geht nicht. Du hast ja dein Würfelhand verletzt, oder? genau, aus zeitlichen Gründen kann er mich nicht mitmachen. Also er weiß, von was er spricht. Der wäre eigentlich qualifiziert und für dich ist dann der Ihaube nachgerutscht, oder? Der Matthias ist nachgerutscht. Okay. Somit. Herzlichen Glückwunsch an Matthias. Glück gehabt. Gut, wir fangen ganz grob an. Listen, machen wir es der Gruppen nach durch oder habt ihr bestimmte, hast du was im Kopf, in welcher Reihenfolge hast du das nur gemacht? Nur noch Gruppen, war das meistens sind wir. Okay? Ja, dann fangen wir einfach Gruppe 1 an, ganz grob. Gruppe 1, Spieler, der erste Spieler hier ist der Simon. Simon O., was spielt der? Wo also allgemein für jeden, der es nicht kennt, es sind 12 Spieler im Finale. Die Spieler sind aufgeteilt worden durch uns. Wir haben das ausgelost in 4 Gruppen. Mhm. Drei Spieler. Andersrum, drei Gruppen, auf 4 Spieler. Drei Gruppen, 4 Spieler, genau, so war's. Wir werden jetzt jede Gruppe mit den jeweiligen 4 Spielern und die Armeen dazu jetzt mal ein bisschen durch. Genau, und kaum fängt das Video, fängt man den Außenskitzeln an. Also, Spieler 1, Simon Braindead. Was spielt der? Der spielt Tau Empire und Tau, ich bin kein Tau-Spezialist. Ja, Simon Braindead ist ja ein alter Bekannter, der ist früher sehr lang, sehr erfolgreich gespielt hat, sie dann längere Zeit zurückgezogen hat, oder? Der hat so ziemlich alles gewonnen, was man gewonnen hat, kennen. Genau, und ist letztes Jahr irgendwann zu einem Turnier aufgetaucht, also zu einem GT, einem der 4 GTs, so, hallo, ich bin da und ich gewinne es jetzt, hat er dann auch gemacht, hat sich qualifiziert und dann ist er nie wieder erschienen an irgendeinem Turnier. Wenn das geht. Das ist auf alle Fälle ein ziemlich cooler Move. Genau so hat es der Jan ja auch gemacht. Er sagt, dass er auf ein Turnier gekommen hat, gewonnen ist gegangen. Ja, okay. Also Simon spielt Tau. Genau, die Listen. Was spielt er? Wow, Bataillons Detachment. Bataillons Detachment mit einem Hauptverzeig. Michi, verzeih mal die Listen. Du also im Prinzip hat er nur 2 Detachments, das heißt, ihm fehlen ziemlich viele CP. Der hat nämlich bloß 9 CP, mit denen er rumläuft. Das kann bei Tau Sept sehr schnell sehr eng werden. Mhm. Weil er möchte ja zusätzliche W3 Marker möchte spendieren, er möchte plus 1 aus Wunden haben. Ja. Und das Sakia-Detachment möchte er vielleicht auch machen, dann ist er in einer Runde leer. Mhm. Hat er vielleicht noch 2-3 Punkte und das war's. Das reicht aber bei seiner Armee vielleicht. Das reicht sogar wahrscheinlich. Ich wage auch zu behaupten, dass er dieses plus 1 Wunden nicht sehr oft hernimmt in dieser Gruppe. Dann gehen wir mal ganz kurz darauf ein, Michi, was macht seine Listen deiner Meinung nach? Für was ist die konzipiert? Wie wird die gespult? Schießen. Brutale Zerstörung. Also ich finde, die Armee hat es verdient. Unity through Devastation. Also die... Das heißt? Das ist der, was ist das? Der Waller Trade. Der Waller Trade. Der Tau. Also Einigkeit durch Zerstörung, weil die Armee unglaublich brutal schießt. Brutal beschreibt es ganz brutal. Gut. Okay, wo kommt der Beschuss her? Was haben wir dabei? Polykolosse. Also, ja, also vom Tau Sept Detachment, das ist das Outer Detachment, was er unter dem Battalion hat, da kommt ganz klar der Schaden. Er hat erstens einen Buff Commander dabei. Das ist der billigste Commander, den er haben kann. Und der hat nur einen Drohnencontroller und eine Burst Cannon, weil ein Schildgenerator kostet wahrscheinlich 2 Punkte mehr. Deswegen hat er nicht mehr drin. Oder was weiß ich warum. Also nochmal, wenn euch das genau interessiert, schaut bei Tabletop Masters, da könnt ihr die Liste nachlesen. Wir posten jetzt nicht extra nochmal, steht alles schon online. Jo. Genau, da hat er im Prinzip einen Buff-Commander, der ein bisschen CP wieder hergeben soll mit dem Neurochip. Und der hat halt den Warlord, ich glaube, Frunity Devastationer. Mhm. Ja,
Hat er auch dort. Dann hat er zwei Bursts. Was macht der Warlord? Der Warlord Trade gibt eine 6 Zoll Bubble. Jedes Mal, wenn er einen 6er beim Wunden würfelt, hat er plus 1 AP. Mhm. Also AP 0 Waffe wird zur AP 1, AP 2 zur AP 3 und so weiter. Genau, und seine ganzen Kolosse haben AP 2 mit den Advanced Targeting Systems. Genau, also Durchschlag. Genau, die haben zwei Durchschlag, genauso wie der Riptide. Durchschlag auf alle Waffen des Kolosses, was die halt die Waffen mit der Kombination relativ. Genau, das heißt, dann hat er zwei oder drei Durchschlag, das ist schon gegen Fahrzeuge recht nützlich, wenn er statt auf 5 und 6 er safe hat. Das sind ja eh einige Taulisten, die ist mal dabei, haben wir gesehen. Drei das, Stück. Das Besondere an der Tauliste ist, also mit Chapter Approved, dass eben er so viele Kolosse spielt. Es sind insgesamt 6, oder? 6 Kolosse da drin. Das heißt, im Prinzip hat er gut einen Geschenk bekommen, das Chapter Approved. Ja, die hat vorher eigentlich fast niemand gespielt, außer der Bernhard manchmal auf Regensburg. Ja, weil er sie hat. Der hat sogar noch die alten Kolosse, die ganz alten Modelle. Die ganz und die kleinen. Sind halt mit Chapter Approved jetzt tatsächlich, also für das, was die schießen. Spottbillig. Ja, okay, heftig. Also er hat einen richtig heftigen Output. Das heißt, er wird wahrscheinlich irgendwo erst einmal sich eine Burg bauen, da stehen bleiben und dann. Der bleibt da nicht stehen. Der bleibt nicht stehen. Was macht er? Wie funktioniert das? Der hat einen Montar, das heißt, der rückt vor, wo er will. Mhm. Der macht im Prinzip eine Bubble um einen Commander rum. Der hat ja zwei Commander dabei. Der hat einmal diesen Coldstar und einmal hat den anderen. Jeder Commander kann für seine eigene Tauset kann einen Montcard zünden. Das heißt, sein Buff-Commander wird das wahrscheinlich zünden. Mhm. Weil der andere bringt ja nichts für die Feuerkrieger. Die wollen ja bloß markern. Das heißt, er wird seinen Montcard mit dem Buff-Commander zünden. Dann darf er advancen. Das heißt, bewegen und rennen. Heißt es im Deutschen. Richtig. Und er zählt für die Schussphase als stationär. Genau, auch wenn die Einheit vorgerückt ist. Auch wenn es vorgerückt ist. Das also heißt, er hat eine richtig bewegliche Ballerburg. Ja, genau. Er hat im Prinzip, er bewegt sich im ersten Zug nach vorne, dann steht er da, wo er das ganze Spiel stehen will. Ja, und er zielt halt einen riesen Ring aus Drohnen. Ja, 30 Zoll Ring und dann praktisch du erstmal alle Drohnen niederschießen kannst, bevor es anfängt, dass die Kadenz der Armee weniger wird. Das dauert mindestens eine Runde. Locker. Das heißt, er schießt mindestens zwei Runden volle Pulle. Ja, und dann muss man mal schauen, was übrig ist. Wenn er wie im Baltic Cup viermal den ersten Zug hat, dann läuft das. Ja. Okay. Gibt es sonst noch was ganz Interessantes, Besonderes zur Liste zum Song, weil sonst müssen wir fast schon wieder weitergehen. Ja, das Sakea Detachment, das ist ein guter Markerspendierer, weil es hat die gleiche Taktik wie die Salamanders. Mhm. Er kann pro Einheit, ich glaube nur einen Trefferwurf wiederholen, keine Verwundungswurf. Okay. Das heißt, das Markerlight ist auf die 4 Plus synchronisiert. Mhm. Das ist cool. Und das hat er mit den... Wir für Feuerkrieger hat er dreimal Feuerkrieger und er hat halt noch einen himmlischen, der den Feel No Pain überall spendiert, auf jede Sept. Mhm. Das ist egal, was du hast. Eine grundsolide Liste. Okay. Dann gehen wir gleich weiter. Also wir sind mal leider angebunden, wir haben mal pro Liste circa 5 Minuten Zeit heute, dass wir alles durchballern. Ja. Der zweite in der Gruppe ist... Wieder der Philipp Filsen-Gastel, auch Tauspieler. Der hat damit gewonnen, wo war ein Dacher auf dem Turnier. Was war das für ein Turnier, Tom? Das GT Süd, genau. Das GT Süd hat der damit gewonnen. Die haben das Finale auch gegen Fritz gespielt, der wo später noch kommt. Auch Tau. Michi, die Liste. Was macht die Liste? Was ich dazu sagen muss, die hatte ja im Dachau keiner auf dem Schirm. Gell? Also der Phil, ich habe ihn ja interviewt, der hat mir ganz geheim, ja, ich konnte da nicht viel verzeihen, alles unter vier Augen, weil der hat da irgendwie ein Konzept rausgeballert, was irgendwie keiner gesehen hat, wo er den Schaden macht. Im letzten Bloomberg-Turnier vorher hat er das auch gespielt und da habe ich auch gegen ihn spielen dürfen und habe knapp gewonnen gegen das Konzept. Das ist ein sehr starkes Konzept. Und er hat sich auch viel vorbereitet mit diesem Konzept, also er kann das auch spielen. Mhm. Weil immer alle behaupten, sie wissen nicht, warum die Liste gewinnt, sie wissen nicht, warum sie gewinnt. Der kann die spielen. Mhm. Der weiß genau, was seine Einheiten kann. Wenn der Phil sich nicht selbst im Weg steht, dann hat er gute Karten. Aber er steht sich meistens selbst im Weg. Ja, also der Phil macht sehr viel aus bei der Armee. Aber das ist ja allgemein. Manchmal hat er einfach einen Gehirnhänger, der weiß er selber nicht, warum er irgendwas macht. In Dachau hatte er es nicht und deswegen hat er 5 solide Spiele hingelegt. Also wenn er sauber runterspielt, ist er wahnsinnig guter Spieler und dann kann er die Liste spielen. Also das ist jetzt wahrscheinlich keine Liste, die man einfach per Drag and Drop nachspielt und gut ist damit. Keine Chance. Weil er sich da wirklich Gedanken damit gemacht hat. Fast wie ein Michael seine Augen. Genau. Er hat den Warlord Trade through Unity. Wie meine Armee. Unity Devastation. True Unity Devastation. Also es geht andersrum, der Ding vertritt das immer. Ich weiß nicht, was da steht. Signature-System, Puritite Engram Neurochip. Das ist wieder die CP-Spendier-Neurochip. Ja. Auf den 6er bekommen wir CPs zurück. Mhm. Dann da hoffst du, dass du einmal einen bekommst. Was ist das Besondere an der Tau-Armee, wenn man es jetzt mit dem Simon vergleicht? Er hat Sniper-Drohnen dabei. Genau. Er hat nämlich 18 Sniper-Drones, die auf die 3+ treffen. Mit Stratagem, wenn er 5 Lampen drauf hat, sogar auf die 2+, das ist hart. Mhm. Genau. Der spielt der Brigade-Detachment. Der spielt die Brigade, das heißt, der hat CP, hat am Ende noch 13. Und zwei Auxiliaries. Okay. Genau, einfach noch 2 Commander obendrauf, weil als Tau darfst du nur einen Commander pro Detachment spielen. Mhm. Das haben sie ja geändert.
um diesem Tau Commander Spam vorzubeugen, bevor die Rule of Three gekommen ist. Mhm. Der Codex war vorher schon fertig. Und deswegen hat er noch zwei extra Attachments, der quasi drei Commander mit Blaster. Mhm. Einmal drei Blaster Drohnencontroller, das ist auch der Warlord, mhm. und zweimal mit vier Blaster. Genau, der hat Baller Commander. Der hat Baller Commander und das ist solide. Der Simon hat Buff Commander. Mhm. Ja. Das ist der große. Er hat nur einen Baller Commander, der Simon. Ja. Der ist aber flexibler, weil er halt diese 40 Zoll Bewegung hat. Ja, das ist brutal. Auf jeden Fall sehen wir ihn ganz weit oben im Kurs, weil er aus unserer Region kommt. Ja. Ja, er hat auch reichlich bezahlt, dass wir das sagen. Was ist das Besondere an die Sniper-Drohnen, wenn es einer nicht weiß? Die Sniper-Drohnen sind 48 Zoll Scharfschützen. Und was wichtig ist, genau, Schnellfeuer, das heißt auf 24 Zoll hat er erst einmal einen Schuss extra. Und die haben, glaube ich, lass mich nicht lügen, zwei Schuss pro Sniper-Drohne? Ich weiß es nicht mehr. Okay, ganz grob, wie spielt die Liste, wie funktioniert die auf dem Tisch, was macht sie? Ähnlich wie Simon, er hat einen riesigen Taublob, den er mit Mont-Car wegbewegt, außer der Gegner ist schon da, wo er ihn haben will, dann macht er einen Kajon. Mhm. Kajon heißt, alles ist synchronisiert. Ja. Er darf überall Treffer wiederholen, wichtig beim Kajon, er darf sich auch nicht bewegen. Mhm. Aber das will er nicht, wenn der Gegner schon da steht, wo er hin will, aber ich vermute mal, im Finale wird keiner so dumm sein und das machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Er kann halt mit den Sniper-Drohnen Charakter raussnipern, wenn, ja. wenn er gegen Armeen spielt, die nachher noch kommen, die wichtige kleine Charaktere hat. Die kann er leicht rausnehmen, so wie wichtige kleine Commander, die wo vielleicht was furchtlos machen. Mhm. Und ansonsten kann er halt mit den Sniper-Drohnen, da die auf die 6 Mortal Wounds generieren, dass er auf die 6 mit besser Verwunden besser machen kann. Also nicht nur auf die 6, sondern dann auch auf die 5 und mit dem Drohnen-Controller, glaube ich, auf die 4 noch, oder? Nein, der Drohnencontroller macht plus 1 auf Stärke. Achso, dann mit irgendwas anderes, irgendeinem Tau, ich bin nicht so der Tau-Experte. Nein, der wundert bloß am 5er Mortal Wounds, okay. Aber das klang schon. Dann kann er halt tatsächlich auch relativ viele Mortal Wounds generieren, ja. mit diesen Drohnen. Mhm. Also der... Das ist im Endeffekt der Trick. Das kann er ganz gut machen, ja. Also die Sniper-Drohnen sind auf jeden Fall eine Alternative zu den Kolossen, wobei jetzt die Kolosse auch wieder sehr interessant geworden sind. Okay. Vor allem mit den Kolossen, die wir vorher gar nicht gesagt haben, da kann man ja Verwunden wiederholen machen, mit einem Stratagem. Das macht der Buff-Commander eben, weil er eh nicht schießt. Mhm. Und das andere ist, er hat Riptides dabei. Auch zwei Riptides, genauso wie der Simon, auch zwei Burst-Riptides. Die halt auch gut was aushalten können, die man nicht ganz so umgemacht. Die halten gut was aus mit zwei Rüstungen und fünf Rettung, die er auf 3 plus hochschrauben kann bei Bedarf. Mhm. Aber meistens wird er die Waffe zünden mit dem Nova-Reaktor. Okay. Noch irgendwas Wichtiges zur Liste? Oder können wir? Nein, ist eigentlich sehr ähnlich zu dem anderen. Genau, also wie gesagt, wir müssen leider ein bisschen ran. Wir sind ungemütlich. wir haben als nächstes den Matthias, der Engelshäubchen, E-Haube. Und der ganz neues, interessantes Konzept gefahren. mehr dazu auch bei Target Priority. Der hat was man noch nicht gesehen hat, gebaut. Ich habe es im Podcast gehört, der hat sich da irgendein, jetzt weiß ich nicht mal, einen Film ein bisschen so zur, na wie sagt man zu. Der spielt Katachana so, wie man sie Katachana vorstellt. Vorstellt, genau. Also, finde ich zumindest. Naja, du fährst im Dschungel mit Chimären durch und Gewalt oder was? Ja, mit Flammenwerfer. Mit Chimären? Ja, ist cool. Also er hat ganz viele Chimären, jetzt weiß ich nicht, 14 15. oder was gesagt haben, 15? Okay. Target Priority hat 14 gesagt, aber es sind tatsächlich 15. Nein, der eine hat so gesagt, der andere so. Also die waren ja, ich weiß nicht, also ich habe durchgezählt, es gibt bis 15. Also der Michael sagt 15. Michael hat wieder recht, wo ist der Schild? Ich habe recht, ich habe immer recht. Also dann Haufen Chimären mit Multilaser, schwere Flammenwerfer oder schwere Bolter und ganz viele Infanterietrupps. Also er hat Bodycount ohne Ende, er schwemmt die Platte. Und soweit ich das jetzt mitbekomme... Und der Chef von seiner Bodycount-Armee ist Ice-T. Ice-T? Es gibt die Band. Okay. Und soweit ich mitbekommen habe, will der halt aushalten. Der spielt jetzt auch, soweit ich gehört habe, aus dem Interview, in dem Interview aus Target Priority, verlässliche Quellen. Na, also wir haben das natürlich alles uns selbst, genau. Nein. Genau. Was er halt macht, darf ich das erzählen? Die Vigilus, genau. Also er spielt was aus dem Vigilus-Buch, dieses neue Kampagnenbuch, da hat er sich ein paar Formationen rausgeklaut, dass diese Infanterie, also die er massig dabei hat, um einiges besser macht. Das erste ist, er kann mit einem CP, nachdem sich das Fahrzeug bewegt hat, noch aussteigen. Das ist sehr gut. Was wahnsinnig cool ist, auch nachdem das Fahrzeug vorgerückt ist. Das ist richtig gut. Also ich darf nur aussteigen. Ich darf nicht aussteigen und mich dann noch bewegen, sondern nur aussteigen. Aber was halt natürlich
das wahnsinnig mobil macht und zum Beispiel, wenn ich da, ich weiß jetzt nicht, ob ein Flammenwerfer dabei war, wenn ich... Nein, der hat nichts dabei, was drin steht, aber... Wenn jetzt theoretisch einen Flammenwerfer-Kommandodrop da reinsetzen würde, ja, aber ja, der möchte ja gar keinen Schaden machen, der hockt sich da auf ein Ziel drauf. Genau. Nein, also, er will ja auch nicht wirklich groß vor die Tau aussteigen und dann reinschauschen, also, ja, weil die, alles, was aus dem Panzer rausfällt, ist dann wird totgeschossen. Das ist tot, ja. Von dem her, ja, ich spiele ein interessantes Konzept und soweit ich das mitbekommen habe, will er auch so ein bisschen beweisen, dass die Vigilus-Formationen nicht drüber sind, sondern dass die okay sind, aber nicht super drüber, dass gebannt sind, also soweit ich die Information bekommen habe. Und was er halt macht, und das ist wahnsinnig cool, das ist in Amerika schon viel gespielt worden, die Katakana voll aufgebufft für Nahkampf. Mhm. Er hat Stracken dabei, das habe ich gerade nachgeschaut, dann hat er mit Sicherheit einen Priester dabei. Priester hat er auch dabei. Und er hat die Vigilus-Formation, da wo jeder tote Soldat nochmal zurückschlagen kann. Genau. Also wie das Banner von den Space Marines, die es fest eingebaut haben. Also das automatisch. Mhm. Und das ist halt, dann hat jeder von den Katakanern hat Stärke 4 im Nahkampf und hat 2 Attacken. 3. 3. Mit Straken und Priester sind 3. Genau, Priester und Straken. Dann hat er 4 Attacken und er darf 1 beim Trefferwurf im Nahkampf über den Waller-Trade aus dem über den Fiery Denouncer wiederholen. Da hat aber einen großen Nachteil, das Ganze. Die Buff-Charaktere müssen dann schon vorne stehen, wenn er die vollen Attacken, ja, haben will. Mhm. Das heißt, wenn der Trupp ausgelöscht ist, dann sind die Buff-Charaktere die nächsten, die sterben. Ja. Mhm. Das ist ein nettes Gimmick. Du kannst das mit den Chimären aber relativ gut stellen, dass die Chimäre dann immer das Beste ist. Ja, aber trotzdem, das ist schon. Trotzdem ist es ziemlich brutal. Also so ein 10er-Trupp Katakana, der einen Ork-Mob angreift, ist tatsächlich gar nicht so lustig. Ja, oder zum Beispiel diese Renegade, diese 50er-Trupps, die mischen die einfach. Wir werden mal im nächsten Tab-Talk, wo es dann um die Matchups und so weiter geht, auch mal noch genauer drauf eingehen. Genau. Wie er sich dann halt auch, wie leicht oder schwer er sich tun wird, wenn er mit seinen Katachanern einfach gegen die Tau dann anläuft und wie das funktionieren wird. Aber somit zu der Liste mal ein interessantes Konzept. Bin ich sehr gespannt, wie sie das schlägt. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht, wenn da 50 Chimären fahren und die ganzen Charaktere gehen zwischendurch. Ja, genau. Gut, dann kommen wir auch schon zu unserem zweiten Lieblingsspieler, also Philipp und Fritz. Toi, 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 wir drücken euch die Daumen, weil wir sind hier natürlich regional angebunden. Und wenn der Michi schon jetzt TTM-Finale gewinnen kann, dann wenigstens ihr. Übrigens, was lustig ist, der E-Haube ist ja für mich dabei. Wenn ich mitgespielt hätte, wären alle drei Süddeutschen in einer Gruppe. Das stimmt tatsächlich. Das habt ihr richtig beschissen ausgelöst. Das haben aber tatsächlich die Berliner haben auch das Problem, das miteinander in der Gruppe. Ja, aber nur zwei davon. Ja, aber es ist halt leider. Nein, warte mal, sogar drei. Ja, die hätten halt. Drei Berliner sind in einer Gruppe. Die süddeutschen Spieler hätten halt die Überweisungen früher tätigen müssen. Ja, richtig. Das ist leider das Spiel. Ich glaube, ich muss meine ganzen Spenden wieder zurückfordern. Später. Du hast. Das ist da. Was denn? Also, Fritz, der Tyranidenspieler, eingefleischter, eiserner Tyranidenspieler. Und Gastgeber der Spiele. Genau, ganz wichtig. Er schmeißt einfach jeden raus, der gewinnt. Ganz also, einfach. Wenn er nicht gewinnt, dann sagt er raus, dann ist er alleine. Dann ist er der Erste in der Gruppe. Also das TTM-Finale wird beim Fritz in Ingolstadt stattfinden. Er... Ingolstadt, genau, nicht, dass ich aus Versehen Innsbruck sage, Ingolstadt. Der ist Gastgeber, das wird bei Ihnen in den Firmenräumlichkeiten stattfinden. Ich war schon mal vor Ort, habe schon ein bisschen geschaut, ist wirklich ein schöner, heller Raum, muss man gucken, ist ganz gut. Der Fritz spielt Tyranniden. Was hat er für eine Liste? Was hat er für eine Liste? Er hat eine leichte Variante von Dachau dabei. Er hat im Prinzip, was da neu drin ist, ist der Trigon. Und ich glaube, in Dachau hat er da schon 3 Flugtyranten gespielt. Ich weiß es nicht mehr mit Sicherheit. Es sind tatsächlich keine Flugtyranten. Nein, hat er nicht. Soweit ich weiß, laufende. Es sind laufende Tyranten. Laufende Tyranten. Laufende? Ja. Nein, Wings. Einer fliegt. Einer fliegt, ja, okay. Die anderen nicht. Einer fliegt. Soweit ich das mitbekommen habe beim Podcast Priority. Target Priority. Ja, beim Fritz Priority. Bin ich eingeschlafen beim Podcast. Hat er halt gemeint. Hat er halt gemeint, er kann die sind einfach klein, die kann er besser verstecken auf der Platte vielleicht und sie kosten einfach weniger, spart sich da ein bisschen die Punkte. Ja klar, der Niki baut das Gelände auf ihn. Für das, was die fliegenden Ehrmann Vorteile bieten würden, hat er gemeint, spart er sich lieber die Punkte. Soweit ich das richtig verstanden habe, ich kann es jetzt sicher sagen, weil er hat währenddessen Schnee geschoben. Ja, der Fritz spielt halt schon sehr, sehr, sehr lange Tyranniden und ist damit unglaublich erfolgreich. Er ist meistens der Einzige, der Tyranniden spielt. Das ist ja wie ganz wichtig. Ja, der Ray auch noch. Oder oft der Einzige. Von dem her, denke ich mal, hat er das halt einfach durchgezogen. Er hat als große Damage-Dealer natürlich die Hive Guard. Nein. Doch, die Hive Guard mit der Impaler Cannons. Also die Raketenwerfer, die Mörsertypen mal. Die ohne Sichtlinie schießen, die sind immer der Hammer. Die Tyranten sind auch immer der Hammer. Und ansonsten spielt er wieder die wahnsinnige Ganten-Front.
Mhm. Ja, so wahnsinnig ist es diesmal gar nicht. Der hat bloß zwei große Drops und drei kleine Drops. Er hat geändert jetzt auf die anderen Kanten, soweit ich weiß. Thermaganten, ja. Genau, auf Thermaganten, weil er sie macht da auch Sinn. Macht weil Sinn. Er gesagt hat, was sind die anderen? Die Hormaganten. Ja. Die Hormaganten machen halt gar keinen Schaden. Genau, die machen für das, was sie mehr kosten, dann eigentlich doch zu wenig Schaden. Und jetzt hat er doch auf Thermaganten gewechselt, weil er sich halt da nochmal ein paar Punkte spart und weil es halt einfach sonst keinen Sinn macht. Und die 30er Drops Thermaganten mit Devourer sind halt, die schießen halt schon richtig heftig. Die haben 3 Schussstärke 4. Mhm. Ja, ansonsten und wenn er es doppelt schießen lässt, hat er 6 Schussstärke 4, da geht schon was. Mhm. Ansonsten hat er halt die Sporuses dabei, das sind diese Türme, die kleinen die Sporenminen rausknallen. Das ist richtig stark. Jetzt hätte ich leider fast das böse Wort mit Sch am Anfang gesagt. Rausschießen, nicht das andere. und die können seit neuerdings scouten. Ja, bei der Aufstellung, was das natürlich sehr gut macht, gerade wenn was dabei ist mit Jump zum Beispiel, der Orkmob, dann kann man den halt relativ weit weg. Ja. Was halt noch gut ist beim Fritz, der mit der Malanthrophe für fast seine ganze Armee minus 1 zu Hit, das ist ziemlich gut. Ja. Und er hat den Trigon, der 30 Ganten mit nach vorne nimmt, dass die wirklich einmal sicher schießen können. Das ist auch gut. Schwammflotten hat er allgemein? Kraken alles. Ja, okay. Das heißt, er darf zurückfallen und wieder angreifen. Sehr gut, super. Das braucht er. Ja. Also auch Whole Body Count, früh auf der Platte. Ja. Gut, somit sind wir eigentlich mit der ersten Gruppe durch. Dann machen wir eine kleine Werbeunterbrechung und sehen uns wieder bei Gruppe 2. Kennt ihr das auch? Ihr wollt in die Schlacht ziehen und eure Leute sind zu doof, sich zu bewegen, weil sie nicht wissen, wie weit? Dazu gibt's jetzt den neuen Battle Ruler von Table and Beyond. Supergeile Battle Ruler, erhältlich in Holz oder Acryl, 6 oder 9 Zoll bei Ausbruch. Sei kein Depp, spiel mit Tap! Ich möchte gerne einen Würfelwurf wiederholen und möchte einen Befehlspunkt ausgeben. Wie viel waren es nochmal? Die neuen Befehlspunktmarker. Sei kein Depp, nutz Tap. Supergeile Befehlspunktmarker von Tap. 15 Stück erhältlich in Holz oder Acryl bei Ausbruch. Sei kein Depp, spiel mit Tap! So, wir sind zurück aus der Werbung. Gruppe 2. In der Gruppe 2 sind der Fred, Mike, Nils und Jonas. Wir beginnen gleich mal mit dem Fred. Der Fred hat dabei, jetzt muss ich die Liste wieder suchen. Also. Der Fred, TTM-Finale, Spieler der Fred, Oho, Codex, Orks. Ah, wow! Er spielt Orks. Was mir sehr gut gefällt, er spielt 3 Bataillons-Detachments. Und mit den normalen CPs, er kommt auf 18 CP, was bei den Orks wahnsinnig gut ist. Ich finde, die Orks leben auch sehr von den CPs, also die sind super gut. Jetzt nicht so. Das ist das, was ich jetzt noch nicht weiß, was die Liste eigentlich macht. Es sind halt Orks, so viel habe ich gesehen und er hat viele Befehlspunkte. Ja, das hat er. Was mir wahnsinnig gut gefällt, was ich auch gern mache, er spielt 6x10 Gretchens, nein, noch mehr, 9. 6x10. Nein, 6x10, gell? 60 Gretchens, ich gehe ja immer auf 40 momentan. Das finde ich wahnsinnig lustig und interessant. Dann hat er noch die Looters dabei als Bad Moons, die halt dann schießen können mit Daka Daka und so weiter. Und dann hat er noch Boys, einmal 20er Trupp und 2x10er Trupps und er hat 3 Battle Wagons dabei, da wo er die Boys theoretisch reinsetzen könnte. Ja, das sind die besten, sind aber die Battle Wagons mit den Death Rollers. Ja, das ist aber der normale Battle Wagon, wo 20 reinpassen, nur mit Death Roller. Das ist mit Artcase, das heißt, das ist ein normaler geschlossener Battle Wagon. Der kann nicht rausschießen, aber es ist nicht dieser Bone Crusher. Ja, genau. Der will auch gar nicht rausschießen mit Spalters. Genau, nein, das meine ich. Also, aber er bekommt 20 Leute rein, deswegen. Ja, weil in dem anderen passen nicht so viel rein. Ja, der Bonecrusher. Ich bin ja der Ork-Spezialist bei uns und deswegen werde ich euch sagen, der Michi wird euch jetzt erklären, was die Liste macht. also, ich finde es schön, dass eine Ork-Liste kommt und ich finde es immer noch schön, dass man bei Orks viele verschiedene Konzepte spielen kann und wir, denke ich, aber was meinst du, Michi, was erwartest du von diesem Konzept? Das ist ein bisschen überraschend, weil der Fred hat ja lang Elder gespielt. Ja, der hat ja auch das GT Ost mit Elder gewonnen und jetzt sind wir fast davon ausgegangen, er wird Elder spielen, aber nein, er geht den Holzweg zu Ende mit seinen Orks. Mhm. Am Mob hat es ja nicht ganz so gut funktioniert, er hat relativ gute Mittelfeld abgeschnitten. Du meinst den Wagweg. Ja, meinetwegen, den Wagenweg. Na, also, Orks ist ja noch recht neu, wie wir vorher schon kurz geredet haben. Ja. Orks, es ist noch nicht das Konzept gefunden, was das Stärkste sein könnte. Es wird noch viel rumexperimentiert, seine Listen sind auch immer recht anders. Das stärkste Orks-Konzept ist noch unter Verschluss, das spiele ich hier noch, teste ich hier noch. Ja. Achso, dann müssen wir bald mal mein neues Geheimkonzept gegen dein spielen.
Na, lass mal. Okay. Nein, also, er hat mich auf jeden Fall sehr überrascht, was er da auffährt. Okay, er macht viel über seine, über die Feldkontrolle, ganz klar. Ja. Muss man so sagen, mit den ganzen Gretchens. Dann hat er die Battle Wagons dabei mit Widerstand 9. Mhm. Ja. Das ist, ich vermute mal, weil er mit einem Ritterspieler gerechnet hat, weil der Panzermaike bei ihm ist, ja, dass er da irgendwie auf Widerstand 9 kommen wollte, dass er zumindest theoretisch einen Nahkampf aushalten könnte. Ja, okay. Gegen den Ritter. Ich meine, nach der Saison und was wir wissen, muss ich im Finale mit Ritter rechnen. War klar. Also, wenn ihr nicht mit Ritter rechnet, dann. Ja, es war noch klar, dass der Mike und der Mario Ritter spielen werden. Er spielt die Boys und die Die Boys werden wahrscheinlich im Wagen fahren. Boys und Battle Wagons auch als Snakebites, das heißt, die haben alle viel noch Pain. Ja, auch der Panzer hat viel noch Pain. Was die schon ganz schön zäh macht, und der kann da schon, was ich ihm gut finde bei den Ork-Konzepten, wie ich es ja selber einigermaßen versucht zu spielen, man kann gut Druck nach vorne machen, den Gegner dazu zwingen, dass er auf die Einheiten, die Druck macht, schießen, die aber viel aushalten und hinten aber die ganze Platte mit den Gretchens einfach besetzen. Es kann da nichts hinschocken, es kann nichts hin. Du machst die ganzen Punkte, du machst die Malsturmpunkte wahrscheinlich. Und dann geht es aber darum, wie lange halten seine Druckeinheiten aus, dass ihm der Gegner nicht alles andere wegschießt. Nicht allzu lange, befürchte ich. Das hat die Frage dann. Aber da werden wir genauer in den Matchups wieder eingehen. Das sehen wir im zweiten Tap-Talk. Also er hat einen Jump dabei über die Weird Boys. Das heißt, ich denke, er wird den 20er Mob jumpen. Mhm. Was hat er denn eigentlich? Glaube ich jetzt fast nicht. Ich glaube, dass er lieber Gretchens, die verschmerzbar sind, irgendwo hinjumpen lässt, weil die sterben danach wieder. Mhm. Ich glaube, dass er die 20 Boys tatsächlich in einem Battle Wagon nach vorne fahren lassen wird. Er hat auf alle Fälle nicht die schnellen Orks dabei wie Evil Suns. Die Evil Suns braucht er nicht. Das heißt, nicht so viel Geschocke. Der Damage-Dealer in der Armee, so wie ich das sehe, sind auf alle Fälle die Looters. Mhm. Ja. Da hat er einmal 15 Looters, die ohne Auto dastehen, und einmal die 10 Looters, die vermutlich im Truck mitfahren. Mhm. Weil die aus dem Truck rausschießen können. Ich glaube, er wird die beiden zusammenschließen, dass er einen Mega-Mob hat. Ach, das darf er. Genau, du kannst die größere Einheit mit der kleinen zusammenschließen. Aber erst, wenn was weggeschossen ist. Das weiß ich jetzt. Also soweit ich weiß, ist es so, dass du erst die Hälfte der Einheit wegschießen musst, dass du das zusammenschließen darfst. Okay. Das ist das Problem. Macht aber Sinn, da sie Badmoons sind und ich will da den maximalen Output. Ja. Das heißt, ich mache auf die Looters immer More Ducker und Showing Off. Genau, also, Badmoons macht 1er wiederholen im Beschuss. Genau, ich darf 1er wiederholen, dann mit More Ducker habe ich auf 5 und 6 mehr Schuss. Ja. Und mit Showing Off darf ich nochmal schießen. Das heißt, ich will die Einheit so groß wie möglich machen, dass ich das meiste von den Buffs habe. Mhm. Genau. Jetzt hat er Dann ist halt interessant, was er würfelt halt für die Schussanzahl, ob die Einheit dann wirklich... Also der wird wahrscheinlich 5 CPs soll. Für diese Einheit pro Schussphase hernehmen. Ja, aber halt 2 fürs Nummerschießen, 2 für das Mordaka und einen für eventuell die Anzahl, wie viele Schüsse das er bekommt. Er will mindestens 2 Schuss haben. Er hat 5 Smasher Guns dabei, das sind aber nicht diese Traktorkanone, oder? Die mit einem Schuss automatisch... Nein, die Smasher Guns, das waren die stärkeren. Was ich gefragt habe am Anfang, weil er hat zum Schluss ein Bataillons-Detachment, ein gemischtes Detachment, was ich nicht verstanden habe. Michi, kannst du mal kurz erklären? Also, Boss Sackstuck ist Goffs, deswegen er müsste entweder Goff spielen oder was anderes. Warum spielt er das jetzt gemischt? Was bringt ihm das? Ich vermute, er will unbedingt den Sackstuck spielen, weil er recht günstig ist und schnell ist. Mhm. Das ist ein Boss, der sehr günstig ist und sehr schnell ist. Mhm. Und kann er trotzdem Nahkampf zuhören? Das heißt, da kommt man schauen, ob man irgendwo ein Charaktermodell irgendwie schnell. Er wird wahrscheinlich versuchen, mit dem Sackstuck einzelne Punkte freizuräumen. Mhm. Dann, der Mac braucht nicht zwangsweise eine Clan-Regel. Mhm. Der spendiert sein Spezialkraftfeld auch so, der braucht den 6er-Fill-No-Pain nicht zwangsweise. Mhm. Die Gretchens, ja toll, die Gretchens sind relativ egal mit dem Badmoons-Bonus, den brauchen sie nicht mit 1er Treffer, die machen eh. Aber man kann die Badmoons-Fähigkeiten auf sich spielen. Genau, also ich kann nach wie vor, also ich bekomme das Detachment, den Detachment-Bonus nicht, wie zum Beispiel bei Snakebites, der 6er-Fill-No-Pain. Mhm. Genau. Funden ignorieren, heißt nochmal. 1er wiederholen bei Badmoons, der darf er nicht. Genau, aber ich kann Stratagem, wenn hinten das Stratagem drin steht, wenn du dieses Strategy hernimmst, dann sage eine Badmoons-Einheit an. Mhm. Und das ist dann, wenn ich sage, das ist eine Badmoons-Einheit, das ist eine Badmoons-Einheit. Genau. Das heißt, das Strategy kann ich nach wie vor... Also im Prinzip haben es alle Vorteile der Badmoons, außer diese Clan-Sonderregel, die genau. Und ich vermute, der hat die Mac-Guns noch dahinter reingequetscht, weil er sie einfach nicht mehr reingebracht hat. Aber warum wir die unbedingt der Snakebites machen will, ich habe das Snakebites Strategy nicht auf dem Schirm. Ja, weil die viel noch Pain haben? Haben sie nicht, weil die kein Clan sind, oder? Ja, richtig. Ah, stimmt, das haben sie nicht. Was ist denn das Snakebites Strategy? Ich habe es einfach nicht auf dem Schirm. Keine Ahnung. Das könnte der einzige Grund sein. Ansonsten weiß ich nicht warum. Okay, das war's. Im Prinzip ist der Clan auch egal im gemischten Detachment. Ja. Aber dann hätte ich es halt vielleicht zu den Badmoons reingestellt, weil da wäre noch Unterstützung frei gewesen. Okay.
Er ist einmal dahingestellt. Naja, gut. Dann gehen wir aber mal. Irgendwas, das Modell hat mit 10 oder mehr Wunden, oder? Also, nee. Dann gehen wir weiter zum Panzer Mike. Der Panzer Mike, was spielt der? Imperium Super Heavy Detachment. Ich meine, sind wir gewöhnt, dass er was Großes spielt, aber. Der spielt immer Ritter. Aber, Michi, was hat er für Liste dabei? Er hat im Prinzip ein bisschen rumgetüftelt mit dem Adeptus Mechanicus. Da hat er sehr interessante Kombinationen rausgefahren. Eine kleine verstehe ich nur bedingt. Ich habe auch Vermutungen aufgestellt. Aber sein Ritter-Detachment, das war klar, dass er das so ähnlich spielen wird. Ich habe auch vermutet, dass kein Kastellan kommen wird, weil jeder mit den Kastellanen gerechnet hat. Er hat auch gemeint, er möchte fürs Finale was Neues ausprobieren. Auf dem ganzen Turnierchor-Kastellan, genau, oder? Also, gar kein Kastellan. Das ist im Prinzip verständlich, weil ganz ehrlich, irgendwann wird der Kastellan, irgendwann kommt es. Und die Leute stellen sich auf dem Kastellan auch ein. Und deswegen muss man schon versuchen, immer einen Schritt vorwärts zu gehen, dass man vom Kastellan wegkommt, dass es interessanter wird. Das sieht man auch am Rest der Listen. Also jeder hat sich eigentlich auf Kastellan eingestellt. In diesen beiden Gruppen, ja. Hat man machen müssen, wie wir uns alle damals auf die Skaterbikes eingestellt haben. Also im Prinzip, er hat... Er hat die Zeichen der Zeit erkannt und hat sofort wieder zurück umgestellt. Hat er einen Podcast erwähnt, hat er gesagt, jeder rechnet damit, dass er den Kastellan mitbringt, dann nimmt er keinen mit. Somit hat sich dieses sind die Ritter overpowered Problem von selbst wieder erlöst, weil einfach die Leute gegen das Meta wieder vorgehen und sich das Meta somit wieder dreht. Bis dann alle nicht mehr drauf eingestellt sind, dann kann der Erste wieder. Dann ist dann die Frage, wer ist der Erste, der auspackt. Weil ganz viele einfach gesagt haben, okay, ich kann ihn nicht umbringen oder schwierig. Also Spiele war es, wo der Kastellan sinnlos ist. Hey, ich habe 450 Typen dabei. Ja, cool, du schießt jede Runde 10 tot. Herzlichen Glückwunsch. Also, was macht die Liste? Wie? Also, die Liste hat im Prinzip, ich sage jetzt mal Dakar-Ritter. Mhm. Er hat im Prinzip 3 Gatling-Ritter dabei, 2 Crusader und einen Warden. Ja. Im Warden hat er dabei, dass er im Nahkampf, falls er mal auf andere Fahrzeuge, was sich jetzt auch bewahrheitet hat, zum Beispiel diese Art Cases Orks, die kann er mit der Faust einfach wegrotzen. Ja. Weil er auf die 3 plus trifft und auf die 3 plus wundet. 8 Schaden macht er fest. Sind es die mit dem Rüster, die Art Case? Die Art Case heißt Widerstand 9. Mhm. Geschlossene Battle Wagons. Die Battle Wagons auf die Leute. Im Prinzip mit der Faust braucht er 2 Wunden, macht er 16 Schaden und das war's. Ist es die Reliktfaust? Die Reliktfaust, die macht keinen Minus zu Hit. Die quetschen kann? Ja, quetschen kann jede Faust auch. Ach so? Die Reliktfaust macht halt 8 Schaden fest. Die Reliktfaust und kein Minus macht es genau ohne Minus. Mhm. Genau, und da minus 4 in der Rüstung, glaube ich. Mhm. Genau. Und da muss er 2 Wunden durchbringen oder 16 Schaden. Wie viel hat der Battle Wagon? 14 oder 16 Leben? Genau, und er darf im Nahkampf 1 wiederholen, weil er nicht wie alle anderen. Der darf Raven, im Nahkampf Raven alles wiederholen. Er spielt, sondern er spielt Krast. Krast heißt, er darf 1 und 2 wiederholen. Ist ja kein Gallant, ist ja bloß ein Warden. Der trifft bloß um 3. Achso, ich dachte, du darfst 1 im Nahkampf. Nein, alles. Alle vom Lungen Trefferwürfe. Das ist ja voll geil. Okay. Also und dann hat er noch 2 Crusader. Mhm. Da hat er einmal den First Knight, den ersten Ritter, der darf alle Einser wiederholen im Treffen, das heißt auch im Beschuss. Mhm. Der hat dann noch zusätzlich die Relic Gatling mit 14 Schuss auf die 6-2 Treffer. Endless Fury. Und er hat, glaube ich, immer die Battle das Cannon, das Kampfgeschütz hat er. Und er hat den Storm Spear Rocket Pot, das ist der starke Pot mit 3 Sprengraketen. Genau. Mhm. Dann hat er den gleichen Ritter nochmal, bloß das ist der Warlord mit einem 4er Ritter im Beschuss. Ja. Und er hat noch Zeichen des Henkers, das ist Headman's Mark, da macht er gegen andere Ritter plus 2 Schaden und gegen alles mit 10 oder mehr Leben macht er plus 1 Schaden. Genau. Okay. Und das ist der Wahnsinn gegen Titanisch, die Battle Wagons. Gegen Titanisch oder Fahrzeug funktioniert das. Das ist der Wahnsinn. Ansonsten hat er natürlich die Loyal 32 dabei. Also nee, hat er nicht. Nee? Wo ist der? Nein, der 35 hat er dabei. Warte mal. Tom hat gerade was gesagt. Aber er hat ein imperiales Bataillon. Er hat ein imperiales Bataillon dabei, aber das ist im Prinzip... Er hat halt einen Commander durch einen Punisher Gatling Tank ausgetauscht, weil die jetzt noch günstiger geworden sind. Und ein Mörsertrupp. Und er hat einen Mörsertrupp. Hm. Also im Prinzip, er spielt die billige Variante von dem Tank Commander. Ja. Der mit der Punisher Gatling und nur einem sperren wollte. Den wir nur öfter treffen werden. Den werden wir in diesem Turnier noch öfter treffen. Und die, er ist Vostroja. Genau, das heißt, der hat 30 Zoll Reichweite mit der Gatling. Das ist schon Ansage. Genau, weil Vostroja macht, weiß vielleicht nicht jeder, plus 6 auf die Reichweite. Das ist halt beim Punisher, der nur 24 hat, habe ich halt plus 6 Zoll auf Reichweite. Dann erhöhst du die Bedrohungsreichweite auf 40 Zoll. Richtig, weil ich kann ja 4 Zoll fahren und trotzdem zweimal schießen. 5 Zoll fahren. Ja, 4,9. Passt schon. Okay, Tom, was darfst du mit der Liste O-Stein? Wo kommt der Schaden her? Wie spielt man den? Er hat nur Atmak dabei.
Das Abmech ist auch noch ein sehr wichtiges Detachment. Das ist sehr wichtig. Das ist das flexible Detachment, wo er die Anti-Psi hat. Die Mercer-Teams beim Imperialen, die hat er noch dabei, weil er Punkte über hatte wahrscheinlich. Genau, er hat zwei Ranger-Trupps mit Greier dabei. Da konnte er das Stratagem aktivieren, damit er was bannen kann. Genau, auf die 4+. Genau, dann hat er Lucius-Ranger-Einheit dabei. Die kann ich schocken, wenn ich das möchte. Das ist auch sehr gut. Flexibel. Und dann hat er einen Tech-Priest-Engineer dabei mit dem Solar-Flare. Das ist der Lucius-Relikt. Da kann ich ihn einmal von der Platte lehnen und 30 Zoll weit irgendwo hin wieder hinschocken. Das heißt, er hat ein bisschen Flexibilität dabei. Das ist super, dieser Solar Flare. Mhm. Und was er auch noch dabei hat, das ist das Einzige, wo ich ein kleines Fragezeichen habe, warum muss der zweite Engine hier Stitches sein? Ich vermute wegen dem Stratagem, dass er mal 9 Zoll schnell auf dem Ziel hinlaufen kann. Der kann aber nur zu Beginn. Ich weiß, wenn er quasi den ersten Zug hat, kann er schnell irgendwo hinlaufen. Ja, das ist meine Vermutung. Okay, was macht die Liste? Schießen. Die Liste schießt mit den Rittern alles kaputt. Okay. Und das Abmech hat relativ gute Abwehr gegen Psi zum Beispiel. Genau. Hat er irgendeinen Psioniker in der Gruppe? Ich glaube, nein. Hat er nicht. Okay. Gut, dann... Noch Fritz, oder? Der Fritz ist... Nein, wir sind schon Gruppe 2. Wir gehen mal weiter zum Nils Schmufnes von den Posers, oder? Ja, ich glaube ja, schon. Ja. Der spielt... Ah, der spielt die Sisters. Ja, ich habe mich schon bei ihm auf eine Marine-Liste gefreut. Danke ja, dafür. Er hat schon Listen im Kopf gehabt, Konzepte, also bei Target Priority könnt ihr das genauer wiederhören. Er hat schon Konzepte im Kopf gehabt, aber tatsächlich, obwohl er eine riesen Marines-Armee hat, genau das, was er sich jetzt da überlegt hat, das, was er spielen wollte, das hätte er jetzt nicht so weit bis zum Turnier fertig bekommen. Deswegen spielt er die Sisters, da ist die billigeren Marines sind. Weil das ist der Grundsatz beim Turnier, egal wie viel Warhammer daheim, wenn man neue Armee hat, muss man immer was kaufen. Das stimmt leider. Da muss man jedem Turnier ein, zwei Modelle kaufen. Das ist schlimm. Gut. Was hat er dabei, was spielt er? Er hat im Prinzip ein Battalion der Schwestern der Blutigen Rose. Also Bloody Rose, die haben der Stärke. Der Blutigen Rose? Was macht denn Bloody Rose gleich? Die Blutige Rose. Bloody Rose macht Stärke 4 und plus 1 Attacke für alle. Mhm. Also für alle Infanteristen. Das heißt, die haben 2 Attacken Stärke 4. Das und, ist schon recht und gut. Und jede hat er Chainsword dabei. Und jede... Nein, die normalen nicht. Ach so. Die normalen Sisters haben das nicht. Okay. Das sind keine Deathbot. Dann, er hat dabei eine Canonis und die Canonis ist der Wahnsinn. Die Canonis hat nämlich das Schwert, das Blade of Admonitioner. Mhm. Das hat plus 2 Stärke. Jetzt hat die schon Stärke 4, Stärke 6, hat minus 3 und 3 Schaden fest. 2 oder 3 Schaden fest. Also E-Schwert mit 3 Schaden fest. Hat 5 Attacken mit dem Volatrade. 4 oder 5 Attacken und die kostet lächerliche 50 Punkte. Also 49. Nein. Also die kann schon mal schnell irgendwas zlegen. Mhm. Okay, die kennen wir im Rhino daher wahrscheinlich? Nein. Nicht? Im Rhino wird er vermutlich die Arkoflagellantner und die Preacher haben. Das vermute ich mal ganz genau. Die meinte ich ja. Er hat Preacher dabei, Arkoflagellantner. Hat er noch ein viertes Rhino? Ja, da hinten passt. Drei Rhino? Drei Rhino sind Emulator. Genau, Emulator ist der mit den Flammenwerfern. Das ist der Rhino mit dem Flamer oben drauf. Dann hat aber auch einen 10er-Slot. Dann hat er nur ein Bataillon, Vostroian Detachment dabei. Also genau. Ein Bataillon, das sind jetzt wieder Astra Militarum, oder? Astra Militarum, Vostroian, das ist das gleiche, was wir gesagt haben. Das sind die Tank Commander mit dem Punisher Gatling, die 30 Zoll schießen, die Vostroian. Richtig. Da hat er 2 Stück dabei und dann hat er noch die mutigen oder loyalen 30, die da noch dabei stehen. Richtig. Dann hat er noch ein Detachment Katachan und da bin ich etwas enttäuscht. Warum er den Plasma-Tank spielt? Weil er die wieder... Ja, aber da würde ich das Kampfgeschütz spielen. Die Schussanzahl wiederholen. Ich finde das Kampfgeschütz besser. Okay. Weil das Kampfgeschütz darf er auch jedes Mal alles wiederholen und das Kampfgeschütz finde ich allgemein etwas besser. Naja. Ist aber Geschmackssache. Der hat aber Plasma-Seitenkuppeln, oder? Ja, die sind noch gut. Aber ich hätte oben das Kampfgeschütz genommen. Weil da hat er nämlich den Plasma-Executioner. Und er hat auch wichtig für die Armee 3 Scout-Sentinels dabei. Die braucht man immer. Um den Jump wegzudrücken. Die braucht man immer. Genau. Das ist gegen Fred essentiell gewesen. Ja. Dass er einfach die Scout-Sentinels vorne, auch wenn die gebunden werden, interessiert ihn nicht, kommen mit den Akkuflangern rum zu frei. Ja. Was macht die Liste grob? Wer ist für was da? Also wie gesagt, die Scout-Sentinels sind schon mal da, um den ganzen Jumpenden Boys und so ein bisschen abzuschirmen. Die Commander, also die zwei Punisher, sind da, um die großen Horden abzuräumen. Genau. Das sind 80 Schuss auf die 3 Einsen wiederholen, was ziemlich heftig ist. Hat sich auch gelohnt, weil er die Renegaten bei sich dabei hat, die mit fast 300 Leuten daherlaufen. Und die Arkoflagellanten dreschen alles zu Klump. Mhm. Genau, also die Arkoflagellanten sind ziemlich krass, weil es gibt das Stratagem bei den Sororitas. Da machst du feste 3 Attacken pro Attacke. Dafür musst du würfeln, ob er stirbt danach. Genau,
Der Typ hat ja normal 2 Attacken, glaube ich. Ja. Er hat mit Sicherheit einen Priester dabei. Das heißt, dann bekomme ich eine Attacke dazu. Hat er 3. Und du darfst für jedes Mal, wenn du zuschlägst, W3, darfst du würfeln, wie oft du zuschlägst. Du bekommst wegen irgendwas noch eine Attacke, oder? Nein. Bloody Rose oder so? Nein, die schlagen... Okay. Ja, genau. Ist ja egal für die... Weil Bloody Rose zählt, glaube ich, nicht für Arkoflagellanten. Hat er einen Priester überhaupt? Ja, der Preacher, das ist der Priester. Ah, genau. Oben noch weiter 2 Stück. Für jede der 3 Attacken, die ich dann habe, bekomme ich, wenn ich... 3. Normalfall W3, mhm. Aber für ein CP, glaube ich, ist das... 1 CP. Sind es fest 3. Das heißt, ein Typ hat 9 Attacken. Das, und wie viel sind es? 9 Typen, oder? Oder 10 Typen? Es sind... Nein, da haben wir jetzt was falsch gerechnet. Da haben wir jetzt irgendwas falsch gemacht. 3x3. Er macht Schaden. Er macht Schaden. Es sind unglaublich viele Attacken. Weil wir müssen tatsächlich weitergehen. Weil sie Priestertypen sind, dürfen sie alle Treffer für wiederholen. Mhm. Das haben sie von Haus aus, ja. Und das stimmt. Was man noch sagen muss, haben wir vorhin die Repentia. Repentia, genau, das sind die mit den Riesenkettenschwertern, also E-Fäuste, das sind diese nackigen Tussis, die immer jeder gerne spielt. Und die laufen auch mit einem 4er Retter rum, wenn er will. Okay, nächste Liste. Das muss man ganz wichtig zu der Armee muss man dazu sagen. Alle Autos haben eine 4 plus Rettung, weil er das mit der die Shield of Faith hochbufft auf 4 plus. Mhm. Das heißt, er hat relativ stabile Autos. So, jetzt fertig. Genau. Müssen wir ein bisschen auf den Punkt kommen, leider. Nächste Liste, Jonas, Black Storm 666. Slanish Coven. Was hat er dabei? Forge World. Der hat eine komplette Renegatenarmee dabei, das ist der, von dem wir vorher gerade gesprochen haben. Mhm. Es ist eine der größten Überraschungen an Armeen, die wir haben. Mhm. Hat, glaube ich, so fast nie jemand gespielt. Nein. Zumindest nicht in dem Ausmaß. Das ist im Endeffekt ein Riesen. Also, man kennt das mit der Riesenkultistenarmee, das ist das gleiche, nur mit Renegaten. Wie viele sind es insgesamt? Fast 300. Der hat 6x, 3x48, 3x49, also ich empfehle. 9 Leute für die 300 Kultisten, sagen wir jetzt mal. Also die sind zwar ein bisschen schlechter, weil die ungefähr Profile haben wie ein Conscript, aber Rüstung schlechter. Genau. Aber im Prinzip ist ihm wurscht, der überschwemmt alle Punkte damit. Genau, er schießt nur auf die 5. Und was das Krasse ist, er hat 3x Renegade Enforcer, das sind die Commander, die Kommissare, die es früher gegeben hat, und die funktioniert immer noch. Ich habe gestern extra noch die ganzen Errata-Tests durchgeschaut, die gibt es immer noch. Anstatt einen Moraltest abzulegen, erschießt du W3 und der Moraltest steht. Genau, das heißt, diese komplette Horde an fast 300 Typen ist furchtlos. Die musst du einfach umknallen. Sie läuft nicht weg. Genau. Bis zum letzten Mal wegschießen. Also er überschwemmt die ganze Platte. Genau, und das ist ein Standard. Ja, bitte? Das ist, und sie sind OPSEC. Genau. Und nach den TTM-Regeln sind sie auch wirklich OPSEC. Ja. Normal wären sie nicht OPSEC. Ach, okay. Tatsächlich? Nee, die haben sie ja nie erratiert, dass Index-Völker OPSEC haben. Bekommen sie erst im Codex. Richtig. Okay. Aber TTM hat gesagt, alles ist OPSEC, was Trupp ist. Okay, dann überschwemmt er die Platte mit denen, versucht die ganzen Punkte zu halten. Die bleiben stehen bis auf den letzten. Dann hat er noch einen Dämonenprinzen dabei, Changecaster und Horrors. Genau, er hat einen Dämonen-Hedgehog dabei mit Pinke Horrors, die er schocken kann, 2x30. Mhm. Ein Prinz und ein Changecaster wahrscheinlich. Genau, der Changecaster mit Flickering Flames. Genau, damit ich plus 1 aufs Verwunden bekomme, hat er auch erklärt im Podcast. Die kann ich halt runterschocken und schieß halt 60 Schuss. Nein, halt 3 Schuss hat dann jeder. Also 90 Schuss jede Einheit. Krasser Scheiß. 90 Schuss auf die 4 plus mit dem Prinz einzeln wiederholen, plus 1 aufs Verwunden. Nein, der Prinz gibt kein einzeln wiederholen, weil er keine ist. Ach, okay, dann ist das der Skull Reaver Prinz. Das ist der Skull Reaver Prinz, ja? Okay. Ja, Skull Reaver. Das ist quasi der Anti-Ritter, dass er ein bisschen was gegen Ritter hat. Aber ich habe 90 Schuss Stärke 4 mit jedem Horror-Drop. Das klingt. Also, Tom, was macht er ganz grob mit der Liste? Er stellt alles voll und der Prinz kann eventuell rausspringen. Der Prinz schlägt Ritter tot, weil der macht W6 Schaden und minus 4 und da Verwundungen gegen Fahrzeuge wiederholen. Und Trefferwürfe 2 plus wiederholbar, das ist auch gut. Ansonsten stellt er das Feld zu, stellt sie auf alle Objectives und wartet, bis du jeden einzelnen der fast 300 Typen erschossen hast. Ja. Okay, also macht das auch ein bisschen über die Zeit. Ja. Gut, das war Gruppe 2. Wir müssen nochmal in eine kurze Werbeunterbrechung gehen und sehen uns dann wieder mit Gruppe 3. I want you for Table and Beyond. Stimmt, deutscher Kanal, ich brauch dich. Und zwar kannst du mir helfen, meinen Kanal noch besser werden zu lassen. Wie du das tust? Tja, ich brauche immer wieder jede Menge Kohle, um neues Equipment zu kaufen, um somit die Bild- und Tonqualität zu steigern. Da könnt ihr mir einfach bei PayPal ein bisschen Geld schicken oder auch bei Patreon euch anmelden. Natürlich könnt ihr über meine Amazon Affiliate Links bestellen, davon kriege ich immer ein bisschen Provision.
Oder ihr kauft mir geilen Merchandise-Scheiß bei Ausbruch. Wenn ihr das tut, wäre ich euch sehr zu Dank verpflichtet, wenn ihr wisst, was ich meine. Natürlich, es gibt mehr Videos. Wenn ihr das wollt, freue ich mich sehr. Wenn ihr das nicht wollt, hasse ich euch. Und wir sehen uns. Kauft jetzt, 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 jetzt. Unterstützen. Jetzt, 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 jetzt. Sofort! Sei kein Depp, spiel mit Tap. Los, kaufe Feuchtweg, schnell! Wo soll ich sie denn hinschabern? Natürlich auf der Missionszielmarke von Tap, du Spickkopf. Ach so, Fokus, Fokus, Dachschab. Bock! Bock, Bock! Bock! Hammergeile Tap-Missionszielmarke, erhältlich in Holz oder Acryl bei Ausbruch. Sei kein Depp, spiel mit Tap. Wir sind zurück aus der Werbung Gruppe 3 und zwar geht es auch schon weiter mit dem Jan. Mhm. Jan Veovis und der spielt hier Eldari, Craftworlds, Drukhari und Yinari. Gut, was hat er dabei? Er spielt die klassische Inari-Konzept mit den Shining Spears und Reaper. Das spielt er einfach, er spielt im Prinzip ein Inari Craftworld Detachment, das ist ein Battalion. Da hat er verschiedenste Craftworlds gemischt, weil die Craftworlds eh alle verliert. Das ist ihm im Prinzip wurscht. Genau, die Liste ist auch legal. Die Frage ist aufgekommen auf der TTM-Seite. Wie funktioniert das mit den Inari? Checks aber nicht ganz. Mit dem Big FAQ im April letzten Jahres haben sie ja verboten, dass Inari als gemeinsames Keyword gelangt. So wie Chaos zum Beispiel. Genau, wie Chaos, Imperium und Eldari generell. Mhm. So, jetzt haben wir das Problem. Inari braucht also ein weiteres Keyword, was es legal macht. Und dafür nehmen sie entweder Craftworlds, Drukhari oder Harlekin. Das heißt, du musst einen der drei Kodizes, darfst du als Inari spielen. Mhm. Das ist immer noch erlaubt. Mhm. Und du darfst Ivrain da dazustellen, weil Ivrain, glaube ich, alle Keywords hat. Okay. Die hat Drukhari, Eldari, die hat alles. Das heißt, die darf man zu allen zustellen. Okay. Man muss sogar bei einem Inari-Detachment, sobald man eins hat, ist der Inari-Charakter, muss der Warlord sein. Genau, deswegen. Das ist auch eine Pflicht. Das heißt, dem gibt man einfach einen 6er Film, der Rest ist Schrott. Und die Ivrain ist ein bisschen besser wie der Inkarn, deswegen spielt niemand jemand den. Der Inkarn ist einfach teuer. Wie heißt der kleine? Ach, der kleine, ich weiß es nicht mehr. Der mit dem Schwert. Ja, der ist einfach scheiße. Okay. Im Prinzip spielt er halt. Er macht eine Psi-Burg, er hat halt drei Psioniker dabei und er braucht auch, also vier Psioniker mit Ivrain. Er braucht auch die Psi-Kräfte, dass er richtig ausrastet. Doom, Guide, Word of the Phoenix. Protect Jinx braucht er noch. Protect Jinx. Und Quicken. Ja. Das braucht er. Das heißt, die Spears können doppelt fahren, er kann Trefferwürfe wiederholen, er kann Verwundungswürfe auf eine Einheit wiederholen machen. Das heißt, alles, was schießt, kann Verwundungswürfe wiederholen machen. Und mit Word of the Phoenix kann ich eine Einheit zusätzlich Soulbursten lassen. Das heißt, das macht er eigentlich auf die Kandare. Mhm. Genau, also auf die Reapers. Ich kann die Kandare zweimal schießen lassen, ich kann einen Safe schlechter machen und die Shining Spears, habe ich das schon gesagt, können doppelt fahren. Doppelt fahren mit Quicken. Genau. Und was das Wichtige ist, man kann zum Beispiel mit den Dark Reapern dann die Shining Spears Soulbursten lassen. Ja, richtig. Das heißt, dann bekommt er einen gratis Angriff obendrauf. Genau. Das heißt, da kann man richtig ausrasten. Ich fahre mit den Shining Spears vor, zu was hin, das ist, also 9 Zoll ist, oder? Das Power from the Dead. Soulburst ist 9 Zoll, ja. Genau, 9 Zoll fahre ich an irgendwas hin, dass ich dann mit den Reapers totschieße und dann können die irgendwas machen. Und dann können die eine Gratis-Aktion machen. Ich bin mir aber, die dürfen sogar, glaube ich, noch ein drittes Mal bewegen. Ja, ich glaube ja. Mit dem Soulburst? Mit dem Soulburst dürfen sie ein drittes Mal bewegen, das heißt, der bewegt sich einfach dreimal. Okay, also. Und dann darf er immer überall drüber fliegen, weil es ist ja wie in der Bewegungsphase. Richtig. Und dann darf er mit den Dark Reapern, kann er nochmal schießen. Also, das ist einfach nur pervers. Und pro Phase kann eine Einheit nur einmal von Soulburst profitieren. Richtig. Dann hat er auch noch drei Ravager dabei mit den Disintegrator Cannons, ja, die alle verkehrt sind. Die machen doch die ganzen Mortal Wounds, oder? Nein. Die Ravager sind die Reaper, nicht Reaper, wie heißt es? Das sind Raider, die Ballerbacken. Raider mit die drei. Mit aber, die drei aber was sind die Disintegrator? Das sind die Stärke 5 minus 2, 2 Schaden oder was die hatten. Ich hab mal, das sind die. Haywire. Ich hab Haywire. Na, Haywire ist es nicht. Genau, Disintegrator. Die sind halt nach wie vor für die Punkte, was kosten. Ja, extrem 450 Punkte fürs Detachment, das ist ein Witz. Zusätzlich ist das Detachment natürlich
Black Heart, das heißt, ich habe Agents of Fate dabei. Er verbietet halt einfach ein wichtiges Stratagem, was sehr, sehr wichtig ist. Zum Beispiel, er hat einen Tau in der Gruppe, verbietet er einfach mal plus 1 runter. Wenn theoretisch jemand einen Kastellan dabei hat, kann er Jinx draufzaubern, minus 1 auf den Safe und verbietet dass ein Retter hochschraubt und schon schießen in die Dark Reapers einfach. Also er ist sehr beweglich mit der Liste, kann überall hin, hat doch einige Rangers dabei, die wo sie zaubern extrem auf, gut. Die, wo das ist sie, eine geile Liste. Die, wo sie auf Punkte stellen können und so weiter. Ja, ist der klassische Inaria. Ja, klar. Genau. Den Rest füllt er halt mit Rangers auf, die überall platziert. Mhm. Dann gehen wir weiter zu Manuel Bell. Was haben wir da dabei? Das Death ist die Space Marines. Oh yeah. Deathwatch und Adeptus Mechanicus Astra Militarum hat er dabei. Also ich finde, der hat mit der Armee auch die Zeichen der Zeit verstanden. Ja, er spielt ja schon sehr länger, Deathwatch. Der war ja auch bei der ETC dabei. Okay. Mit dem Deathwatch-Prinzip. Da wo er auch sehr erfolgreich damit gespielt hat, stellenweise. Okay. Und das Prinzip ist super, weil Intercessors spottbillig geworden sind. Oh ja, viele Intercessors. Also er spielt drei Bataillone. Ja. Einmal Deathwatch, einmal Astra Militarum, einmal Mechanicum. Astra Militarum, das Bekannte. Hat er Punisher dabei? Nein. Keine Punisher, das heißt das Klassische? Er hat die loyalen 32 dabei. Wunderbar. Dann hat er einmal Mechanicum dabei. Die loyalen 17. Genau, und zwar sind es wieder Greier, damit er Zugriff hat auf das Bannen, weil er auf die 4+... Was aber auch noch wichtig ist, er hat einmal Skitarii Vanguards, die den Widerstand vom Gegner runterschrauben können. Ja, ist auch sehr nützlich. Wenn er es richtig platzieren kann. Mhm. Und dann, jetzt kommen wir zum großen Teil, und das ist ein riesengroßes... Detachment. Deathwatch Detachment, und das finde ich richtig, richtig cool. Man sieht ja an die Armeen, die wir jetzt schon gehabt haben, es ist viel Horde dabei und es gibt neben Tau ist Deathwatch eine der besten Armeen, um Horden totzuschießen. Das ist eigentlich die beste Armee, um Horde wegzuschießen, weil du alles auf die 2 wundest. Ja, Tau mit vielen Kolosse macht alles tot. Ja, soll, aber... Du wundest halt einfach alles und das alle Treffer wiederholen mit dem Watchmaster, da geht einfach alles ab. Genau, Deathwatch kann ja eben das, wie der Michael gerade gesagt hat, der immer Kunst Einsen wiederholen beim Verwundner. Und wenn ihr die Munition nimmt auf 2+Wunden, ist das ein halt Witz, entschuldige. Und wenn dann die Renegaten dann nur einen 6er Rüster haben, dann naja. Aber er spielt leider nicht gegen Renegatenspiel, das wäre ein sehr lustiges Matchup. Also er hat tatsächlich irgendwas um die 40 Intercessors dabei. Ja, der hat, der hat sogar mehr dabei. Das der hat 6 Zehner-Drops dabei. Das hat mich tatsächlich gewundert. Also es sind alles. Was es so sind, wie viel? 6 Zehner-Drops. 6 Zehner-Drops standard. Also ich glaube, dass es alles Zehner-Drops sind. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ja, ich bin jetzt grob durchgegangen, nicht mehr. Das ist Wahnsinn. Gemischt. Ihr müsst die Liste mal bei TTM anschauen und dann durchscrollen, die hört gar nicht mehr der auf. Grundstock, ist sehr interessant zu lesen. Der Grundstock sind, glaube ich, immer 5 Intercessors. Nein, teilweise mehr. Der hat im Prinzip hat er immer einen Aggressor dabei, dass er richtig bewegen und schießen darf ohne Abzüge. Und sogar advancen und schießen ohne Abzüge, wenn er Sturmwaffen hat. Der ja selber auch wahnsinnig gut schießt. Ja, auf 18 Zoll ziemlich gut. Mhm. Dann hat er die Heavy, die Stalker Bolt Rifle, die schwere Variante. Richtig. Ist persönlich jetzt nicht so meine erste Wahl, aber Mai kann man spielen. Ja. Mit Aggressor zusammen geht das ganz gut. Den Auxiliary Grenade Launcher? Den haben wir immer dabei, den muss man mitnehmen. Das ist für einen Punkt. Ne, der kostet mittlerweile gar nichts mehr, oder? Ich glaube, dass der umsonst ist. Mittlerweile kostet er nichts mehr. Wenn ihr Primaris Marine dabei habt, kann ich halt eine Granate auf 30 Zoll weit schmeißen, was super ist. Das ist eigentlich super. Also müsst ihr euch vorstellen, cool, wie dieses Gewehr mit den Granaten rein. Dann hat er im Prinzip zweimal die Variante mit den Autobolt Rifles. Die Autobolt Rifles, das war die 3x, 4x, 5x die Variante mit den Autobolt Rifles. Okay. Das ist im Prinzip die Sturmvariante, die immer 2 Schuss hat auf 24 Zoll. Michi, was machst du mit der Liste? Wie stellst du dich hier, was machst du mit der? Du versuchst im Prinzip, um deinen Watchmaster möglichst die Bubbles zu bauen, rückst allgemein vor. Du kannst ja mit den 5 Sturmdrops kannst du generell advancen und ohne Abzug schießen, wegen dem Aggressor. Das heißt, der stürmt immer vor, hat auf 24 Zoll der Todesschneise. Okay. Genau. Das ist im Prinzip noch krasser als bei Tau die Todesschneise, weil er schießt alles kaputt, außer Ritter. Ich kann alles schocken. Er kann theoretisch viel schocken. Ich kann bis zu 3 Einheiten schocken. Du kannst alles mögliche schocken, bis zur Hälfte der Punkte. Kann ich alles schocken? Du kannst alles schocken. Wahnsinnig geil. Für einen Punkt schock und so weiter. Also das heißt, ich kann den Deathwatch-Anteil kann ich fast alles schocken. Ja, der kann viel schocken. Und der Captain hat den Waller Trade dabei, dass alles in 6 Zoll alle Deathwatch-Einheiten an 6+Wunden ignorieren haben. Nein, haben sie nicht. Wieso? Bloß für den letzten Lebenspunkt jetzt verlieren. Deswegen finde ich das so semi-prickelnd. Ja, aber schlecht. Weil er muss erst eine Wunde verlieren und dann nochmal. Also da gibt es bessere Waller Trades. Zum Beispiel, dass man für alle Einheiten den 6 Zoll Umkreis, kann man die Doktrin wechseln, was man wundet. Das fände ich in dem Fall das fast ein bisschen besser. Er hat die Zusatzdoktrin dabei. Hat er auch dabei. Die hat er auch dabei. Aber da kann er noch irgendwas machen. Aber gut, ist okay. Das Einzige, was ich doof finde, ist die Dominus Aegis.
Die Dominus Egg ist total für den Arsch, finde ich. Ja. Weil da muss er erstmal einen Zug stehen bleiben, dass sie was bringt. Das ist dieser, wo der Retter besser ist. Ja, der muss stehen bleiben und dann hast du einen 5er Retter. Ja. Okay. Aber er muss ja stehen bleiben, dass sie was bringt. Finde ich ein bisschen komisch. Weiß ich nicht. Wer sich was gedacht haben. Gehen wir weiter shoppen. Zu Mario Star Fox. Und zwar, ja. Mario Star Fox Schwab spielt Night Crusader. Was hat er dabei? Im Prinzip ähnlich zum Panzer Mike. Aber ihm fehlt das Adeptus Mechanicus Detachment. Dafür hat er halt drei Tank Commander mit Punisher Gatling. Er hat zwei Crusader dabei. Einen Gallant, das ist dieser Schlägerritter, also ohne Kanonen. Also halt natürlich, ihr wisst ab und so. Und ein Astra Militarum Bataillon. Drei Punisher, also das sind wieder diese 20 Schuss Typen. Und naja, eher 40 Schuss. Ja, wenn er doppelt schießt. Genau, 220. Und drei Zehner-Trupps. Und noch einen Platoon-Commander. Und das ist eins der wenigen in der Liste, die ich nicht verstehe. Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Weil dieses Relikt vor allem macht keinen Sinn. Vor allem hat der die Relikt-Rüstung an gar keinen und einen Power-Maul. Also der hat diesen einen Typen, der dann vorgeht und alles totschlägt. Ja, genau. Also das, ich hoffe immer noch, dass er sich verklickt hat zu Aquila. Ja. Großer Unterschied ist zum Panzer Mike ist erstens, er hat ein Detachment weniger, das heißt deutlich weniger CPs zur Verfügung. Ja, er hat nur 9 CPs, die sind sehr Mangelware. Er braucht halt auch nicht viele, weil Krast eigentlich ein Selbstläufer ist. Spielt er braucht auch Krast? Auch Krast, okay. Ja. Der spielt auch die Ritter fast gleich, bloß dass er halt statt einen Warden einen Gallant hat. Im Prinzip die anderen beiden Ritter sind fast gleich. Er hat halt bloß obendrauf keinen Raketenwerfer. Und der Gallant hat dann zwei Rüster. Und da fehlt mir so ein bisschen der Lance Strider. Aber ich vermute, er hat ihn nicht genommen, weil er sonst nur noch 7 CP hätte. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich der Grund. Da hätte ich eher mir das Relikt von den Imperialen geschenkt. Und der Lance Strider ist der Gallant, ja, ein Counter halt. Dafür kann er schon ganz gut hernehmen. Der Gallant, der haut auch ganz gut also aus. Also wieder eine klassische Ritterarmee. Ja, er ist mit seinen Rittern auch sehr erfolgreich gewesen. Er hat ja auch in Worms im GT West, da hat er auch recht gut abgeräumt damit. Deswegen ist er auch unter anderem dabei, weil er da ziemlich gut abgeräumt hat. Da war er, glaube ich, Dritter war er. Ja. Panzer Mike und er waren Zweiter, Dritter, da weiß ich nicht mehr genau, wer was war. Dann haben wir nur den letzten Tau. Ja, nochmal einen Tau. Der Ben. Ja, richtig. Ben Bentagon. Der spielt jetzt eher so ein Klassiker, wie man die Tau erwartet hätte. Er spielt ein Battalion, ein Outrider und ein Vanguard, glaube ich. Kommt auf 10 Command Points. Ja, er kommt auf 10 Command Points damit. Er hat halt im Prinzip das klassische Battalion. Anstatt halt dreimal Feuerkrieger hat er einmal Crew zum Abschirmen. Kann man mitnehmen, ist auch nicht schlecht. Hat er Daseinsberechtigung. Spielt alles Tausept? Alles Tausept, außer einmal hat er ein Vanguard Detachment Sakea. Was komme ich aber Tausept dazu. Ist das 5er Abwehrfeuer? Tausept ist 5er Abwehrfeuer, ja, das heißt, er hat halt die Butterburg. Er hat auch wieder 3 Unity Devastation, ganz klar. Er hat, drei Riptides. Was wichtiger bei ihm ist, er hat Gun Drones dabei. Das ist geil. Das heißt, der legt ordentlich Feuer drauf. Weil die Gun Drones, die sind schon ziemlich geil. Okay. Die hauen halt richtig Kadenz raus. Also mit den Gun Drones, da rotzt der schon gescheit. Problem ist, die Gun Drones halten halt nichts aus. Das ist halt ein kleines Problem, das er hat. Stehen die da nicht, ist das nicht so eine gemischte Drohneneinheit? Ja, er hat 4 Schilddrohnen dabei und 8 Gun-Drones, aber die 4 Schilddrohnen sind ganz schnell weg. Okay. Und im Prinzip, dann hat er ein Vanguard-Detachment mit 3 Burst-Tides. Der eine davon hat einen Drohnen-Controller. Ja. Ansonsten haben sie immer die Heavy-Burst-Cannon und dürfen sich bewegen und schießen mit schwerer Waffe ohne Abzüge im Target-Lock. Ist also, auch an sich also super. Alles, was die anderen Tau auch. Ja, was er halt noch eine Besonderheit hat, er hat Vespiden dabei. Ich vermute mal, weil er noch ein paar Punkte übrig hatte. Ich glaube mal, er hatte ein paar Punkte übrig und schlecht schießen tun sie ja nicht. Und sagen wir mal, so eine billige Reinforcement ist nie verkehrt. Ah, geil, Vespiden. Wenn du irgendwo was reinschocken kannst, wo du dich nicht darum kümmern muss, das ist schon geil. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten, ich dachte gerne noch. Sakea sollte ich noch kurz erklären. Haben wir vorher, glaube ich, schon. Nein. Gehabt. Ja, haben wir schon gehabt, aber Dominik wollte schon wieder wissen. Er will es ein drittes Mal wissen. Was Sakea? Ich habe gar nichts gesagt. Ich dachte gerne, weil wir haben noch ganz kurz Zeit, ein paar Sachen zu den Armeen. Was auffällt, finde ich, also da wir jetzt mal durchgegangen sind, keine Blood Angels Captains, keine Custodes Shield Captains, kein Hero Hammer, also keine Armee, die wo groß auf Charaktere setzt, Space Wolves auf Thunder Wolf, Dingsbums, sieht man. Dann Chapter Approved, finde ich, sieht man auch. Ja. Die Sororitas sind dabei, Orks sind dabei, keine Kastellane. Die Punisher sind billiger geworden, das sieht man deutlich, jeder hat einen Punisher dabei, der irgendwas mit Ritter spielt. Was an Chapter Proof zieht man? Was an Chapter Proof zieht man? Ja, die Punktverringerungen, die Punktkostenkürzungen, die sie mal eindeutig. Der neue Codex, der Sororitas allgemeiner Codex haben. Dann ganz viel Horde weggespielt. Ja, das hat sich aber schon länger abgezeichnet, deswegen, seit Worms spätestens. Genau, durch das ist auch der
der Kastellan ein bisschen überflüssig worden. Ja, einer ist schon nicht schlecht, aber mehr auch nicht. Also der Kastellan ist nach wie vor super gut. Die Frage ist halt, welche Ziele hat er. Wenn, er, ja. wenn mir der andere nur entweder Schilddrohnen als Ziel bietet oder 300 Typen, die nicht weglaufen, dann weiß ich nicht. Was auch nett ist, ist zwei Crusader und Kastellan, aber dann hast du halt sonst nichts mehr. Ja. Jo. Dann spielermäßig ist der Süden ist wieder... Nicht, es wird langsam. Ja, mehr vertreten, aber nicht so viel. Es ist alles wieder obere Hälfte eher. Ja, das war aber schon immer so, dass viele genau, im Norden spielen und so, ein paar bloß im Süden. Und das sind nur so Sachen, die mir aufgefallen sind. Von den Spielern sind, glaube ich, keine großen Überraschungen dabei, oder? Phil ist eine Überraschung. Genau. Da. Weil der hat sehr solide das GT Süd gewonnen, mit dem hat einfach niemand gerechnet. Und dann hat er einfach grundsolide sein Spiel durchgezogen und hat viele überrascht. Hm. Kurz, deine kreativste und Lieblingsliste in dem Sammelsurium? Panzermech. Echt? Ja. Mir gefällt das Adeptus Mechanicus Detachment. Also ich bin gespannt. Mit sowas habe ich auch schon geliebäugelt und deswegen mag ich seine Liste. Okay. Okay, und gleich auf Platz 2 ist der Nils mit nackigen Mädchen. Okay, das ist... Halt, nackige Frauen. Es sind alle Volljährige, hoffentlich. Außer beim Schwittl. Schwittl. So. Ich halte jetzt meine Klappe. Ich finde wahnsinnig cool die Deffort-Armee und die Katakana. Die Sororitas finde ich wahnsinnig gut, die glaube ich haben sehr große. Sororitas kommt drauf an, wie das Spielproblem ist. Die gibt es auch erst sehr kurz mit dem Codex. Aber schon so viel Spielerfahrung ist das nächste. Ja, muss man. Weil der da werden wir später, genau drauf eingehen. Wir müssen leider Zeit ausmachen. Du bist der Ork. Ich bin natürlich absolut interessiert an die Orks. was er mit der Liste reißt, wie er spielt, da werde ich hoffentlich ein bisschen genauer zuschauen können. Also das natürlich, das präferiere ich. Sonst finde ich es interessant, also es sind wirklich einige Tau dabei. Mhm. Jetzt hoffe ich, dass natürlich nicht gleich wieder geschrien wird, dass die Tau overpowered sind, aber jetzt schauen wir halt einmal. Somit war das unser Tab Talk Spezial, eine Stunde zu den Listen und Spielern. Wenn euch die Matchups und unsere Erwartungen interessieren, könnt ihr euch noch den nächsten Tab Talk anschauen. Und wir sind raus. Danke an meine Gäste, danke an euch fürs Zuschauen. Servus.